Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Endlich wieder Drittliga-Fußball im Stadion der Freundschaft. Aufsteiger Cottbus empfing zum Auftakt den FC Hansa Rostock. Energietrainer Pele Wollitz hatte gesagt, Energie hat was zu bieten. Seine Mannschaft in den weiß-roten Trikots gegen die favorisierten Rostocker. Wir sind in der ersten Spielminute. Marc Stein, der Kapitän. Und dann geht's schnörkellos und schnell nach vorn. Viteriti schickt Top-Torjäger Strelli Mamba. Gelius stark, aber dann Nado ungeschickt gegen Mamba. Nach 45 Sekunden die Entscheidung von Schiedsrichter Sören Storks. Elfmeter Cottbus, die Entscheidung unstrittig. Nado, der Hüsinger-Satz heute im Abwehrverbund. Einfach zu wild. Die Chance für Viteriti nach nicht mal 1,30 Spielzeit. Er ließ sie sich nicht nehmen. Klasse verwandelt, nicht zu halten für Gelius, den neuen Mann im Tor beim FC Hansa. Viteriti, 12 seiner jetzt 13 Elfmeter im Energiedress verwandelt. Und dieser frühe Rückstand, der schmeckte Rostock zunächst gar nicht. Nach 17 Minuten der erste gefährliche Abschluss. Neuzugang Biancardi, er kam aus Erfurt, heute einer von 5 Neuen in der Startformation, am Tor vorbei. Rostock biss sich aber langsam rein in die Partie. Entlastung gab's aber dann in Form dieses langen Balls von Stein. Und dann diese Bogenlampe von Viteriti. 20 Minuten rum. Zweiter Streich von Energie Cottbus. Doppelpack des Deutsch-Italieners. Die Rostocker Hintermannschaft samt Torwart überrumpelt durch einen langen Diagonalball von Marc Stein. Aber natürlich hat der Gelius, der Neuzugang aus Augsburg, eine große Aktie dran. Rostock, das Ziel Aufstieg haben sie ausgegeben. Nach 35 Minuten dann mit der nächsten Antwort Königs. Er kam aus Würzburg, der Sturmtank per Flugkopfball an den Pfosten. Das einzige Mal, dass Cottbus unsortiert war in Halbzeit 1. Aber die gut 3000 mitgereisten Fans aus Rostock, die für eine fantastische Atmosphäre sorgten, hatten die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Zweiter Abschnitt von Hansa, aber lange nichts in Sachen Aufholjagd. Cottbus mit Leidenschaft und viel Engagement und Willen in der Verteidigung. Strafraumszenen eher zufällig. Wannenwetsch auf Schärf. Aber Stein, der Ex-Rostocker, mit Hansa Bundesliga gespielt, 4 Jahre an der Küste, verhindert sensationell den Einschlag. Eine Viertelstunde vor dem Ende, dann mal ein seltener Fehler im Aufbauspiel, der Lausitzer. Marcelo mit dem Ballverlust, Königs für Breyer, aber der mit einer Mischung aus Heber und Flanke. Wieder Stein dazwischen, Spahic hat den Ball in der Hand, Pavel Dotschew. Konnte mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit nicht zufrieden sein. Kaum Durchschlagskraft in der Offensive. Und in der Defensive gab es den nächsten Klops. 5 Minuten vor dem Ende. Rankovic direkt in den Lauf von Mamba. Und der uneigennützig für den eingewechselten Felix Geisler. Das 3:0. Ein Symboltor für dieses Fußballspiel. Hansa Rostock mit insgesamt 12 Neuen im Kader. Einfach noch nicht sortiert und eingespielt. Energie Cottbus dagegen mit einer unfassbar geschlossenen mannschaftlichen Leistung. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das zeichnet ja die Mannschaft aus. Deswegen dürfen wir hier stehen und über dritte Liga reden. Und deswegen haben wir auch heute gewonnen. Es ist ja nicht so, weil wir jetzt so unglaublich herausragend sind, sondern wir treten als Mannschaft auf. Das sieht man ja bei dem Tor. Aber das ist auch wichtig, das brauchen wir auch. Weil es soll jetzt keiner in Euphorie verfallen. Also Hansa Rostock wird am Ende der Saison vor uns in der Tabelle stehen. Das ist mal sicher, weil das eine richtig gute Mannschaft ist. Die Szene war in der ersten Minute. Wir haben genug Zeit gehabt, noch Tor zu erzielen. Wir haben auch bei dem Stand von 2-0, wir haben 1, 2 bis 3 sehr gute Möglichkeiten, die hätten wir reinmachen müssen. Und dann wäre das Spiel vielleicht noch offen bis zum Schluss gewesen. Einfach das Spiel hat sich für uns sehr unglücklich entwickelt. Und die Mannschaft von Cottbus hat sehr leidenschaftlich gekämpft heute und auch verdient gewonnen am Ende. Beeindruckender Start in diese Drittligasaison des FC Energie Cottbus. Das hätte so keiner erwartet. Viel Arbeit für Hansa Rostock, viel Freude bei den Lausitzern.